der junge Ungar und Teamdebütant Tomislav Kocian endlich für Sturmtore sorgen. Aber Sturmtrainer Ivan Osim hatte noch weitere Sorgen. Neben Vastić und Juran fehlen auch noch Schupp, Flörkin sowie Martens und Milanic. Und das zeigt sich auch gleich beim Spiel selbst. Denn Sturm ist bei weitem nicht so aggressiv in den letzten Heimspielen und läuft sich vor allem immer wieder in der geschickt stehenden Salzburger Abwehr fest. Und die Salzburger kommen dann zu guten Möglichkeiten. Kakamo, erste Möglichkeit für Salzburg durch den Spieler aus Honduras, zuletzt noch am Wochenende im Einsatz bei seiner Nationalmannschaft beim 5:0-Sieg von Honduras gegen El Salvador. Dann die erste Sturmmöglichkeit, Kocian. Aber da vertrippelt er sich und bleibt letztlich an Torhüter Schaffer hängen. Die Salzburger agieren mit dem 4-4-2-System äußerst geschickt. Das ist Silberberger, heute anstelle des Honduraners Maynor Zuazo. Schöner Pass, Fehler von Foda, wieder Kakamo. Und wieder Schickelgruber, Retter in höchster Not bei dieser Chance durch Juan Kakamo. Dann kommt Florian Karasek in der 35. Minute für Thomas Winkelhofer, nicht seine Woche. Katastrophale Leistung beim Iran-Spiel und heute grippebedingt vorzeitig ausgetauscht. Dann Eckballsturm, Schopp, da ist Pamminger und Schaffer, nochmal Sevcik, vor der Linie, dicke Möglichkeit für Sturm, kurz vor Ende der ersten Spielhälfte. Und gleich danach diese Szene, Freistoß, Spezialist Tommy Kocian und beinahe ein Eigentor von Sevcik nach diesem Freistoß von Kocian. Und Sturm plötzlich etwas lebendiger. Nächste Möglichkeit, Prilasnik, Schaffer und Sabic kommt zu spät. Die besten Szenen von Sturm in der ersten Spielhälfte, aber Pausenstand 0:0. Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild, Salzburg defensiv ganz, ganz stark und dann mit blitzschnellen Kontern über Frühstück und Kitzbichler und vor allem Juan Kakamo kaum zu halten, der Mann aus Honduras, holt hier gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte einen Eckball für die Salzburger heraus. Pamminger? Fehler der Sturmabwehr, da ist Lässig, 1:0 in der 49. Spielminute durch den Kapitän Heiko Lässig. Eine durchaus verdiente Führung, aber katastrophale Leistung der Sturmabwehr. An 6 Spielern geht der Ball ungehindert vorbei und Lässig zum 1:0. Und Salzburg drängt nach. Silberberger, nächste Möglichkeit. Sturm tut sich schwer, kommt kaum zu Aktionen. Trainer Backe kann mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Schopp, schön gespielt auf Mamedov. Attacke von Young und Schiedsrichter Lena pfeift. Allerdings Schwalbe, gelbe Karte für Mamedov. Und in der Zeitlupe sieht man korrekte Entscheidung des guten Schiedsrichters Gerhard Lena. Dann Minerwand. Schopp. Kurz aufgespielt, Reinmeier, die dicke Möglichkeit zum Ausgleich, die beste Chance von Sturm während des Spiels, aber Schaffer hält diese Chance von Reinmeier. Dann Kitzbichler, herrliche Solo über das ganze Spielfeld, noch immer Kitzbichler, 2:0, 70. Spielminute, tolles Tor von Richard Kitzbichler. Einer der besten heute im Dress der Salzburger, überläuft die gesamte Sturmabwehr. Sabitz und Straffner versuchen noch, ihm den Ball abzujagen, aber Kitzbichler mit dem linken Fuß ins lange Eck. Das 2:0. Und der Sturmpräsident telefoniert bereits, vielleicht nach einer Verstärkung. 2 Minuten vor Schluss. Die nächste Möglichkeit für Sturm. Kocian scheitert zunächst an Schaffer, aber da ist Young. Eigentor 1:2. 2 Minuten vor Schluss. Es bleibt aber dabei. Es war das erste Tor für Sturm nach 313 Minuten durch dieses Eigentor von Christoph Young. Aber dennoch, letztlich dritte Niederlage in Serie für Ivan Osims Team. Die erste Heimniederlage seit einem Jahr und das wieder gegen Salzburg. Der Titel ist weit weg. Wenn wir so spielen, werden wir, glaube ich, 7. Und das werde ich unterbinden. Dann werden wir halt 2, 3 Spieler holen. Und das lasse ich mir nicht bitten von der sportlichen Leitung, dass da einfach nichts getan wird. Sind sie zu faul, dass sie irgendwo hinfahren, dass sie sich einen Spieler anschauen, sonst muss ich mal wieder anholen. Ich werde sicher den Schotten jetzt verpflichten. Da lasse ich sicher nicht drüber reden. Der Spieler von Glasgow Rangers, wie heißt er? Es gibt einen Spieler von Glasgow Rangers, Wilson Scott, 24 Jahre, ist ein EU-Spieler. Dann gibt es keine Ausreden wegen der Ausländer. Salzburg hingegen wandert still und heimlich nach oben. Momentan läuft es sehr gut für uns. Es hat uns keiner zutraut vor der Saison.
Aber mit dem neuen System kommen wir sehr gut zurecht. Jeder kämpft für jeden und ich glaube, spielerisch sind wir auch nicht so schlecht. Wir haben sehr gute Konterstöße immer wieder und spielen auch sehr gut zusammen und ich glaube, das passt ganz gut.